Heyo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lego Pirates of the Caribbean. Ja, wir widmen uns heute mal dem nächsten Teil, dem nächsten Level. Wir sind auf der Suche nach dem Schlüssel zur Kiste und wir gucken uns mal den kleinen Vorspann an. So, wir sind auf der Flying Dutchman als Will Turner und wir haben hier wohl die ein oder andere Aufgabe zu erledigen. So, jetzt mal gucken, was wir genau hier machen müssen. Wir hauen jetzt erstmal ein bisschen was kurz und klein. Kleinhauen hilft immer. Was? Tentakel kannst du verscheuchen mit Licht? Warte mal kurz. Aha. Erstmal hier oben weiter, was hier noch so gibt. So, Muschelchen ist kaputt. Wenn man hier der Stiefel rieben will. Ach, der kann da durchmarschieren. Stimmt, da war ja was. Da war ja was. Aber ich glaube, ich muss hier mit dem anderen nochmal hoch. Weil ich glaube nicht, dass der irgendwas werfen kann, oder? Nee. Gut. Ja, ich komme hier aber nicht hoch, aber ich kann hier Treppe bauen. Hahaha. So, sehr schön. Geh doch mal da hoch jetzt. So, ein Stückchen hier rüber. Und dann... Chapin. Hier hinten ist noch eine Lampe irgendwo. Wir nehmen einfach den anderen. Kann ich die Kiste nicht kaputt machen? Nee. Aber hier kann ich wieder was bauen. Oh, wir haben den ersten zusammengesetzt. Hier drüben. Da unten kann man noch einen zusammensetzen, sehe ich gerade. Der war in der Muschel drin. Nummer 2. Der hätte gern einen Besen. Der Besen liegt hier. Dankeschön.
So, wie war denn das jetzt nochmal? Genau. Ich kann einfach so verschwinden. Und da sitzt Nummer 3. Ja, das ist er ja gar nicht. Wo ist denn der? Ach, hier ist er doch schon. Sehr schön. Zupp. Und der hätte gern nix. Wir haben sie alle. Da jetzt gespielt. Twister oder was? Da fehlt noch ein bisschen was. Auch irgendwo eine Lampe her. Kann ich die Lampe hier nehmen? Nee. Hier mal die ganzen Muscheln von der Wand kratzen. Gibt's ja gar nicht. Da ist ein Buddelschiff. Aua. Aua. Aua, aua. Oh Mann. Gut, dann gehen wir mal eins weiter runter. Da ist eine Lampe. So, Freunde der Nacht. Verpisst euch jetzt hier. Komischen Tentakelpenner. Hier. Da haben wir die ganze Crew klein. Da ist noch eine Lampe. Ah, warte mal. Da war ein Fass. Hier. Zip. Das sieht schon mal gut aus. Müssen wir nur irgendwie wieder hochkommen. Können wir nichts mit anfangen. Warte mal, wir wechseln mal gerade auf den anderen Monsieur. Der kann nämlich hier durch. Was ist das? Ah. Eine Leiter. Nein, nicht wieder einziehen. Ich wollte doch das Ding nehmen. Herrgott im Himmel. Ich kann das nicht nehmen. Doch, warte mal so. Ja, ich habe einen tollen neuen Hut. So, und wieder retour. Jetzt können wir wieder nach oben. Aber wir nehmen mal die Lampe mit. Können wir oben wahrscheinlich auch noch gut gebrauchen. Für die ganzen Tentakelpenner.
Spring ich da jetzt drüber? Ja. Sehr schön. Verpisst euch, ihr Kacktentakel. Achso, warte mal. Erstmal hier. Zap. Und der drückt es jetzt auf. Ey, blöder Penner. So, wir müssen jetzt irgendwie da zum Captain hoch, glaube ich. Alter, was ist das denn hier? Warte mal, hä? Wir nehmen mal ihn hier. Achso, muss man aufnehmen. Und dann da oben ablegen. Das ist so gut, dass ich hier nicht... warte mal, wechseln. Und tschüss. Halt, warte. Ja, keine Ahnung. Nein, nicht wieder raus. Ach, das ist doch doof. Wir wechseln nochmal auf ihn hier. Gehen nochmal hier rein. Wie komme ich denn auf die andere Seite? Ist jetzt doof. Okay, das geht nicht. Das sieht doch gut aus. So müssten wir jetzt da hochkommen. Perfekt. Klappen zumachen. So. Jetzt kommen auch keine Gegner mehr. Frage ist jetzt nur... How goes it weiter? So geht's. Perfekt.
Wir brauchen den Schlüssel. Müssen wir von der Flying Dutchman fliehen? Was uns ja wohl auch hoffentlich gelingt. Ja, scheiße. Schiff weg. Das Geheimnis der Dutchman. Level abgeschlossen. Ja, auch hier sind wir durch. Wir kommen auch gut voran. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Ich würde mich freuen. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Abend. Macht's gut. Und ich sag tschö mit Ö.